Ich spiele es ganz gerne. Ja, Ich weiß nicht, was es ist. Es hat irgend so einen Touch. es hat vor allen Dingen die gelben, Homefield-Feeling. vor allen Dingen es hat gelbe Hosen. Ja. Okay. So, Sniper ausgerüstet. Okay, Los. Geist. Warum gucke ich immer auf den Boden, wenn ich starte? Zufolge befinden sich die zwei Kommunikationsstationen der Nord So, gleich ins Interface. Haus rein. Hackt die Steuerkonsolen und richtet die Satellitenschüssel so aus, Kann dass der sie auf eine das Typ, der davor verschwundene steht, den Signal müssen wir des kurz Trupps abschießen, zeigen. warte, So kurz. sollten wir ihre Position ermitteln können. Seid vorsichtig, Wie viel Geist. hält denn der aus, Mann, da vorne? Die Patrouille ist besonders Weißt du, dann hast du einen vulnerable. Schalldämpfer drauf und ballerst und ballerst und ballerst, bis du ihn triffst, dann Tu ist er eh schon tot. du hacken und ich verteidige die Treppe. Ja, Moment. Oder warte, Ich ich gehe sammle hin. schnell die Sprengsätze und hier alles auf. Zum Bauen. Bleibt in der Nähe der Konsole. Achtung, Nicht Treppe. abgeschlossen. Ja, hab ihn. %. Ist auf Treppe. Noch einer. Okay. KVA-Verstärkung ist unterwegs. Das Heilen, das geht jetzt auch schneller als früher, oder? Habe ich oder täuscht das? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es im Online-Mode immer schon ein bisschen schneller war. So im Kreis bleiben. Wir müssen dann da hinten. Ja, doch, hier kommt Signal man zur runter. Zielposition weiterleiten und uns eine Richtung anzeigen. Richtet auch den zweiten Satelliten aus, dann sollten wir ihre Position kennen. Okay, sollen wir über die Straße rennen oder Dann wieder hinten? direkt Achtung, da kommt reinschießen. einer. Da kommen sie! Das ist der Panzer. Ja, und ich bleib natürlich wieder vor einer vom Straßenschild hängen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wissen sie genau, was Das sie tun. Straßenschild. Wir müssen ein Eines Lied machen über der Hacks, aber ihr müsst Straßenschilder. immer noch das zweite Signal finden, wenn wir die Ich Position sammle des nur Ermittlers kurz wollen. hier die Sachen auf. Hackst du schon? Ja. So, jetzt müssen wir den Panzer zerstören. Achtung! Ich muss nur kurz Sprengladungen bauen, du musst mich kurz decken. Moment. Hier kommen sie So, die okay, ich habe Treppe zwei hoch. Sprengladungen. So, wir haben zwei Panzer, mein Gott. So, ein Panzer ist kaputt. Schießt du bitte die kleinen Leute ab, dann schieß ich, Auf welcher Seite? Wo denn? Ja, alle kleinen, die halt angezeigt werden auf der Karte, also. Ja, ich wollte nur wissen, wo in welche Richtung du willst. Nein, nein. Erstmal alles, was in der Umgebung da ist, zerstören. Das habe ich damit gemeint. Ah, okay. Weil ich möchte dann gleich hier, also die Panzer sind beide kaputt. Ich gehe jetzt mal zu diesem Gerät hin und aktiviere das. Und jetzt komm zu mir. Das müssen wir verteidigen. Okay, wir haben's. Sucht dir irgendwo Deckung. Bis wir einen neuen Auftrag kriegen. Okay, haltet noch ein wenig durch. Aha. Wo ist er? Sind weit von euch entfernt. Okay, Geister, ich habe euch die Koordinaten geschickt. Macht euch auf. Hast du ein Ziel? Ich sende euch nee, auf wir die haben. Position eines Es ja redet ja Motorradfahrers. noch. Könnte nützlich sein. Doch, da hinten ist es. Ja. Der muss aber erstmal aufhören zu reden, damit sie uns das Ziel angeben kann. Lavataschen. Warte, im Nachbarraum geht's rüber. Bist du unten durch? Ach, du bist ja schon weiter. Warte auf mich, warte auf mich. Da ist ein Panzer. Panzer. Oh
Oh, wie kommt man dem vorbei? Ja, jetzt hier drüber und hinten rum. Das schaut vielleicht aus mit deiner Laserwaffe hier. Das ist mein Laservisier. Ja, wie das, wenn du läufst. Warte, hier liegt noch. Da, schau hier, Medikit. Und alles. Ja, wichtig. So, okay. Also ich nehme das Motorrad. Dann nehme ich das. Oh oh. Jetzt, da wir die KVA-Streitkräfte lokalisiert haben, müssen wir etwas gegen sie unternehmen. Ich hänge. Wir können diese Elite-Einheit nicht ungestraft davonkommen lassen. Mann. Einfach zum Ziel. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ich bin fast da. Ihr nähert euch der Position des. Bleibt nicht am Panzerwagen. Immer auf gleicher Position, hoffentlich erwarten sie. Der kommt hier nicht hoch. Der kommt hier nicht hoch. Ich fahre doch lieber über die Straße. Ich habe den Panzer gerammt. Den Panzerwagen. Wo bist du denn? Ich bin am Ziel. Stehen lauter Dixie-Klos. Du bist schon am Ziel, ich hab noch 178 Meter. Ja, bei mir sind es nur noch 74. Dieser KVA-Trupp darf uns nicht entkommen. Seinetwegen haben wir viele gute Leute verloren. So, zwei Sniper habe ich schon von denen. Alle mit diesen Zeichen über dem. Ja. Du weißt schon. Boah, musst du mich immer anvisieren, scheiß Panzer? Ich hab'n. Der steht aber echt ungünstig hier. Warte mal, ich renn mal darüber. Und schau mal, was ich hier aus dem Fenster erledigen kann. Da. Hab einen. Ich fahr mal kurz außen rum hier. Ich bin da. Ich fahr nur schnell. Hab den Panzerwagen. Schön. Ich umgehe sie. So, einen habe ich schon. Weißt du. Das heißt ja vorhalten und nicht nachhalten. Lad nach. So, jetzt habe ich hier keine Muni mehr. Hier unten steht irgendwo einer. Wie viele fehlen denn noch? Einer. Den kriege ich von hier aus. Warte. Gute Arbeit, Team. Hab ihn. Sende euch jetzt die Position, wo ihr raus könnt. So, jetzt nimm dein Motorrad da und verschwinde. Nicht so lange. Ja, es fällt erstmal runter. Jetzt nimm's halt. So, wo ist das? Ach, das ist da hinten. Okay. Da haben wir drei Ziele. Wir müssen nur zu einem von denen. Ja. Erstmal. So, ich bin bei dem ersten. Einmal mit. Ah. Okay, das ist. Er kommt nicht von der Wand weg.
den Raum, den kennen wir doch. Ihr habt heute viele Leben des Widerstands gerettet. Die nächste Runde geht so, auf mich, sobald ihr im Hauptquartier seid. Doch. Ja, coole Mission. Zwei Sterne-Wertung. Ja, das ist üblich. No. Okay, ich habe 2200. Bin ich jetzt endlich Stufe 2? Das interessiert mich halt jetzt so. Und ich Stufe 5, damit ich endlich meinen coolen Helm kriege. Ich frag mich echt, wie viele Spiele man für Stufe 2 spielen muss. Ich bin immer noch 4. Ich bin immer noch nicht Stufe 2. Immer noch Stufe 1. Waffenlager, Ausrüstung, was kaufe ich mir denn mal? Mal gucken. Rekrutenausrüstung. Ich leiste mir. Warte mal, wie viel habe ich denn? 5000? Das reicht für eine Eitelkeitskiste und für eine Veteranenausrüstungskiste. Werde ich mir mal gönnen jetzt. Ich mache mir erstmal eine Eitelkeitskiste auf. So. Eine taktische KVA-Schutzweste. Gerinnungsmittel und Guerilla-Brandbombenmunition. Das ist doch schon mal gut. Und was habe ich jetzt noch? 2300. Das reicht noch für eine Eitelkeitskiste. Ich habe mir noch eine Rekrutenkiste geholt. Oh, mittlerer Geldbooster. Cool. Absturzringkragen, kleiner XP-Booster und Guerilla-Heckmunition. Noch eine? Oder sparen? Ne, ich spare nochmal. Zwei Kisten sind gut. Aufsätze. Da habe ich keine Aufsätze. Habe ich hier einen Aufsatz? Jo, bei der Shotgun habe ich einen Aufsatz schon mal. Dann habe ich hier einen Aufsatz. Ja, da habe ich einen Untergriff. Primärwaffe ist trotzdem die zurzeit. Seitenwaffe. Habe ich hier noch was Besonderes? Ja. Yeah. Ich kann den Helm immer noch nicht tragen. Was habe ich denn Neues gekriegt? Ausrüstung, Kopf. Oh, war das nicht? Habe ich nicht ein neues Tut? Da habe ich es doch. Wie schaut das aus? Ah, das schaut doch. Na gut, das lasse ich jetzt mal an. Ja, ich tue wieder meine Gosmos auf. So, was habe ich noch? Oberkörper, habe ich auch was Neues? Alles erst ab Rang 5, Rang 5. Konnte man nicht irgendwie hier noch Fähigkeitenpunkte irgendwo verteilen? Da, Fähigkeiten. Ja, kannst du auch. Denker, Muskelprotz, Kämpfer, Überlebende. So, jetzt habe ich einen Schattenkampfgurt. Das ist auch erst Rang 5, Rang 5. Den Rucksack habe ich. Alles erst Rang 5, okay. Sonst habe ich nichts Neues. Ich schaue halt kunterbunt aus. Aber das macht nichts. Rosa, orange, gelb. Sorgen für ruhige Ziele. Ich muss noch schnell schauen, zu wem ich gehöre. Zu den Denkern, zu den Kämpfern, zu den Muskelprotz. Ich glaube, ich gehöre zu den Kämpfern. Ja, glaube ich auch. Weil Muskelprotz ist zwar cool, aber... Okay, aber Muskelprotz hat halt so viele coole Fähigkeiten, ne? Du kannst länger mit voller Geschwindigkeit sprinten, erhöht Geschwindigkeit von Takedowns, erhält eine kleine Menge zusätzlicher Gesundheit. Ja, ich habe jetzt schon... Du erleidest weniger Fallschaden und sowas, ist so. Ja, ich habe jetzt bei Überlebender Punkte vergeben und bei Muskelprotz. So, also ich mache erstmal da Punkte. Was haben wir da? Dann mache ich erstmal hier. Ach, jetzt bin ich Rang 2. Jetzt habe ich noch belebe Teammitglieder schneller, das habe ich jetzt noch genommen. Okay, dann war's das erstmal. Warte. Für die Folge. Ich möchte nur noch schnell.
Achso, ja.